si sa, noi del sud parliamo a voce alta, si sa, noi del sud facciamo discussione imposta. Willst du das jetzt mal abnehmen oder willst du jetzt hier allen Ernstes so sitzen? Ich meine, so kannst du nicht essen und ungesellig ist es obendrein. Und lächerlich. Jetzt ab damit. Aber los. Wirklich. Ach, wirklich. So ein Quatsch, was sie erzählt. Das ist ein Klapphelm. Der ist total bequem, der ist nagelneu. Und essen, ihr Lieben, kann man damit nämlich hervorragend, oder? Si. Secondo me li sta molto bene. Bitte. Buon appetito. Jetzt dreht er völlig am Rad, aber komplett. Ja, das Gute am nagelneuen AGV Tour Modular ist, dass ihr ihn nicht nur bequem beim Essen tragen könnt, sondern natürlich beim Biken. Und er ist auch für die lange Tour entwickelt. Hier ist das schöne Teil. AGV Tour Modular. Einer der ersten Klapphelme mit der neuen ECE 22.06 Norm. Und wir schauen gleich rein in das Paket, das uns hier zugeschickt worden ist. Als erstes ein Visier mit einer grauen Tönung. Das finde ich immer ganz schick. Und dann kommt hier der Helm raus. Ein Pinlock. Eine Bedienungsanleitung. Dann können wir die Kiste mal wegpacken. Genau hier für das Kinn ein Windschutz, der ist leicht anzubringen. Dann ein Silikonöl und die Bedienungsanleitung sowie ein paar Sticker. Das packen wir gleich beiseite. Gut, dann hier noch haben wir das Insight Kommunikationssystem von ADGV, ganz neue 6 Kilometer Reichweite, 15 Teilnehmer. Da schauen wir auch gleich noch mal rein. Aber ich würde sagen, jetzt erstmal den Helm auspacken. Und dann holen wir ihn doch mal raus. So. Da ist er. Carbon, Aramid, Fiberglas. AGV gibt an 1620 Gramm. In erster Schalengröße. Und drei Schalengrößen gibt es. Die Schale selber ist aus Carbon-Aramidfaser und Glasfaser. Und dadurch, dass AGV den Helm natürlich im Windkanal optimiert hat, hat er ein dynamisches Gewicht von 0 Kilogramm bei einer Geschwindigkeit von 130 km/h. Das heißt, wenn der Helm in einem bestimmten Fahrtwindwinkel eingestellt ist, habt ihr keine Belastung mehr auf den Kopf. Gut, wie fühlt sich das Ganze an? Ja, sehr, 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 sehr wertig. Wenn wir hier mal reinschauen, das ist ganz klar kein Doppel-D-Verschluss, was mir persönlich sehr gut gefällt. Ich mag die Dinger nicht. Die sollen zwar mit am sichersten sein, aber dieses Einfädeln hier, einen schönen Ratschenverschluss, komfortabel, finde ich immer viel, viel bequemer. Let's just take a ride along the bay. We don't need to work, we can sit around and play. I've been waiting for so long to get away. Ja, der Preis liegt bei 589 €. Und das ist das ganz neue, das brandaktuelle Modell dieser Reihe Tour Modular. Und hier das Insight-System, das dort vorgefertigt super reinpasst, liegt bei 329 €. Das Visier. Unheimlich leichtgängig, toll in der Führung. Fühlt sich super an. Und ihr habt hier die Möglichkeit, es komplett zu verschließen und dann ist es auch gelockt. Ja, vorne gibt es vier Belüftungsmöglichkeiten. Also einmal hier oben. Dann hier unten im Kinnbereich auf der einen Seite. Ja, genau.
und auf der anderen Seite. Und dann habt ihr hier unten nochmal. Dann gibt es hinten eine Entlüftung. Das ist dort. Und das Unglaubliche für mich, im Inneren hat AGV 16 Luftabsaugkanäle integriert. Also hier setzt man ganz klar auf Komfort. Kommen wir zum Visier. Das Visier hat eine unglaubliche Stärke von 4 mm. Auch das ist übrigens ECE 2206 getestet. 190 Grad horizontales Sichtfeld, 85 Grad vertikales Sichtfeld und ein Metallmechanismus, den seht ihr hier ganz gut an der Seite, zum Öffnen und Schließen. Natürlich ist das Visier kratzfest. Es gibt eine integrierte Sonnenblende, was ich immer ganz gut finde. Auch da Aufkleber weg. Und das Visier hat die Optik Klasse 1. Der Helm ist übrigens auch hier in den Kanälen rechts und links für Brillenträger konzipiert. Schauen wir uns mal den Innenraum an. Der Stoff fühlt sich unheimlich wertig an. Ich mache immer den Riechtest. Riecht auch nicht nach irgendwelcher China-Chemie, sage ich mal ein bisschen despektierlich. Das ist ein feuchtigkeitsabsorbierendes Gewebe. Die Wangenpolster können ja für eine perfekte und persönlich angepasste Passform natürlich ausgetauscht werden. Die Wangenpolster selber sind ein Rhythmogewebe und hier das Kopfpolster ist eine Art, wie nennt man das, Schalimar-Gewebe. Natürlich ist das Innenfutter herausnehmbar und waschbar. Dann kommen wir mal zum Klapphelm-Öffnungsmechanismus. Einfach mit dem Finger hier unten ran und hochziehen. So. Und so sieht er dann aus im aufgeklappten Zustand. Die Form, die Haptik, das fühlt sich wirklich äußerst wertig an. Also, da bin ich gespannt, wie der sich fahren lässt. 20 Jahre gab es die ECE 2205, die dieser Helm hat, und damit ist jetzt Schluss. Bis Mitte 2023 dürfen keine Helme mehr mit der 2205 mehr produziert werden. Aber klar, ihr habt eine Art Bestandsschutz, das heißt, einen Helm, den ihr jetzt habt, den habt ihr auch später noch und könnt ihn auch mit der ECE 2205 fahren. Erkennen tut ihr das Ganze, was für eine ECE hat, bei AGV zum Beispiel, aber auch bei anderen Herstellern, hier drin in diesen kleinen Nupsis, da sieht man dann drin, hier steht 2205 und beim neuen AGV Tourmodular haben wir das gleiche auch hier an der Schließe. Mal sehen, ob ich euch das zeigen kann. Genau, da steht jetzt im Prinzip 06, 2206. Ja, was steckt nun also hinter der ECE 2206? Generell wird jetzt also mit einer höheren Aufprallgeschwindigkeit geprüft und der Aufprallpunkt, die Aufprallpunkte können jetzt frei gewählt werden. Vorher waren die Punkte festgelegt und so manche Helmhersteller haben dann gesagt, naja, wir kennen ja die Punkte, dann optimieren wir unsere Helme genau an diesen Punkten, die geprüft werden. Nee, ist nicht mehr, jetzt wird frei gewählt. Ja, höhere Anforderungen gibt es auch für die Visiere. Die werden jetzt nämlich getestet mit dem Aufprall einer Stahlkugel mit 60 Metern in der Sekunde. Das sind ungefähr 260 km/h, die hier auf den Helm, auf das Visier auftreffen. Und das ist also auch nochmal eine Verschärfung. Und auch neu bei der 2206, da wird jetzt auch die Rotationsbeschleunigung bei einem Aufprall getestet. Ja, bei modular aufgebauten Helmen, hier zum Beispiel wieder Tourmodular, wird künftig oder jetzt schon bei der 2206 das Ganze getestet mit offenem Klappmechanismus und mit geschlossenem. Ja, und um diese P-J, ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht, Zulassung zu bekommen, muss der Helm also auch die ganze Zeit getestet werden im offenen und im geschlossenen Zustand. Dann werfen wir auch mal einen Blick hier in das Inside Kommunikationssystem von AGV in Zusammenarbeit mit Kado. Schöne Verpackung, muss ich sagen. Hier sieht gut aus.
Und das kann wirklich eine Menge. 6 Kilometer Reichweite. Bis zu 15 Teilnehmer. Natürlich könnt ihr damit telefonieren, Musik hören, Anrufe annehmen. Und das Tolle ist, es ist halt hier mit dem Helm komplett vorgefertigt. Das heißt, ihr habt hier in diesem Bereich, wartet mal, ich will keinen Kratzer in den neuen Helm machen, also legen wir das hier mal runter. Ihr könnt hier hinten das mit 2 Laschen befestigt einfach aufmachen. Dann habt ihr hier, kommt das Kommunikationssystem direkt rein. Der andere Teil kommt da rein. Dann wird das Ganze verkabelt. Und schon seid ihr ready. Hinten gibt es einen Anschluss fürs Laden. Also da USB. Dann könnt ihr von außen da gut rankommen. Was ist hier noch drin? Da ist es. Haha. So. Klar, ganz viel Kabelgewurschtel. Also, Ladekabel, natürlich. Ersatzpolster. Dann hier die Kopfhörer oder die Lautsprecher im Prinzip, die dann in den Helm eingebaut werden. Rechts, links jeweils. Dann habt ihr hier das Mikrofon. Und das war's schon. Simpel einzubauen und ja, für die Tour oder auch wenn man mal irgendwo hinfährt, man will sein Navigationssystem nicht vorne ans Bike ran machen, dann kriegt man die Navigationsansagen aufs Öhrchen. Natürlich wassergeschützt IP65. Ja, das werden wir einbauen und dann schauen wir mal, wie das Ganze funktioniert. Also die Kombination ist natürlich für den Tourenfahrer Weltklasse. Also das Ding sitzt wie gegossen, wie angegossen. Gefällt mir sehr gut. Und dann hier einmal zack. Also nicht nur für den Essenstisch geeignet, sondern auch fürs bequeme Frischluftfahren. Und genau das testen wir jetzt mal. Wie sind die Windgeräusche? Wie macht sich das im geschlossenen Zustand? Aerodynamik, Komfort. Auf geht's. Also der sitzt wie angegossen, muss ich wirklich sagen. Total bequem, wie eine zweite Kopfhaut. Und die Polsterung ist super komfortabel. Wie sieht es mit der Einhandbedienung aus? Hier einmal raufdrücken, dann aufmachen das Visier. Gar kein Problem. Hier unten habt ihr die Verstellungen, oben auch nochmal Lufteinlass. Geht mit Handschuhen wunderbar. Das ist natürlich wirklich, ja, ich mag das. Ich selber kann, ich brauche immer eine Brille, ich bin relativ empfindlich, was die Augen angeht. Aber das so aufgeklappt, eine tolle Sache. Man hat ja dann hier die Möglichkeit, zumindest für mich ganz gut die Augen zu schützen. Tolles Ding. Was ich auch schon probiert habe, das Insight-System. Also das Insight-System, die Montage war relativ einfach. 10 Minuten, 15 Minuten. Die Einrichtung auch. Es gibt eine App. Damit koppelt ihr das Insight und dann habt ihr alle Möglichkeiten. Wie gesagt, 6 Kilometer Reichweite. Bis zu 15 Motorradfreunde, Kumpels können sich in ein System einloggen. Ihr habt FM-Radio mit RDS. Ihr könnt natürlich eure Playlists abspielen vom Handy, Android oder iOS.
Ihr habt eine Telefonfunktion und könnt das alles ganz bequem hier oder was auf der anderen Seite da abrufen und einstellen. Das ist wirklich super. So, jetzt wollen wir mal sehen, wie macht sich der AGV auf der Autobahn bei ein bisschen mehr Tempo. Here we go, at the top of the class on a roll. And it's time to run it up, yeah you know. Maxed out, put the pedal to the floor. Ay, on a roll, here we go. Yeah, we winning by a landslide. Never see me coming on my landmine. Ich hab jetzt hier unten noch nicht in der verschlossenen Einstellung. Das mache ich jetzt mal einmal runter. Und jetzt ist er arretiert. Here we go, at the top of the class on a roll. And it's time to run it up, yeah you know. Maxed out, put the pedal to the floor. Ay, on a roll, here we go, yeah we winning by a landslide. Ich hab's ja vorhin gesagt, beim Unboxing und beim Ersteindruck, dass der AGV so konzipiert ist, dass man im bestimmten Winkel bei 130 nur noch 0 Gramm hat. Und ja, das ist tatsächlich so. Auch Rückblick, wir sind jetzt bei 130. Rückblick, super. Da reißt es einen nicht den Helm nach hinten. Absolut angenehm. Also kein Wunder, dass AGV den Helm ganz klar für Tourer natürlich aufgelegt hat, für lange Touren. Und da kann ich euch den echt nur empfehlen, weil das ist mega bequem. Vom Gewicht her, aber auch von der Aerodynamik, Windgeräusche, gefällt mir absolut gut. Also aktuell fahre ich ja meistens mit meinem K6 Integralhelm, also ganz klassischer, reiner Integralhelm. Mit dem bin ich auch sehr zufrieden. Ich bin aber eine Zeit lang auch mit einem anderen Klapphelm eines anderen Herstellers gefahren. Und ich muss wirklich sagen, also der hier spielt in einer komplett anderen Liga. Was die Bequemlichkeit angeht, den Komfort, Windgeräusche, Windempfindlichkeit beim Rückblick zum Beispiel. Das ist wirklich wie Bundesliga und vierte Liga regional. Hätte ich nicht gedacht. Also klar, ich mag AGV, das ist eine super Firma, die haben tolle Qualität. Mir war schon klar, das ist jetzt hier nicht irgendwie irgendein Helm, aber dass der so bequem ist und als Modularhelm so wenig Windgeräusche hat und so leicht ist letztendlich auf dem Kopf, obwohl er ja mein K6 wiegt, glaube ich, 1200, irgendwie sowas in dem Dreh, deutlich mehr Gewicht hat, hätte ich nicht gedacht. Super. Und was ich natürlich auch klasse finde, ist, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, wenn mal jemand anruft, einen Anruf entgegenzunehmen. Das Ganze geht übrigens auch über Sprachkommando. Da sagt man dann, hey Kado. Und dann hat man verschiedene Sprachkommandos zur Verfügung. Oder, das muss ich noch ausprobieren, was natürlich super ist, wenn ich ein Navi im Hintergrund laufen lasse und der gibt mir dann an, rechts, links, Ziel erreicht etc. Das ist, finde ich, immer deutlich besser, als wenn ich hier irgendwo noch mein Handy montiert habe. Also ich bin mega geflasht, gefällt mir ausgesprochen gut der Helm.